Für die Fraktion Die Linke hat das Wort Nicole Golke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir diskutieren mit dem Bologna-Prozess in der Tat den radikalen Umbau der Hochschulen. Im Zuge dieser Reform wurden natürlich auch viele positive Ziele diskutiert, unter anderem auch das schon genannte Ziel der internationalen Mobilität. Und dass wir heute Fragen wie soziale Durchlässigkeit oder Demokratisierung diskutieren können, haben wir vor allem, denke ich, den Protesten von Studierenden und auch von Gewerkschaften zu verdanken. Doch wenn man sich die Umsetzung der Bologna-Reform ansieht, muss man feststellen, dass es der Regierung, dass es Ihnen vor allem um zwei Ziele geht. In Ihren Worten sind das internationale Wettbewerbsfähigkeit und die sogenannte Beschäftigungsfähigkeit, also die Verwertbarkeit der künftigen Absolventinnen. Der Bologna-Prozess ist untrennbar verbunden mit der Lissabon-Strategie, in der die europäischen Regierungen ihre Absicht dargelegt haben, bis 2010 die USA und den asiatischen Raum wirtschaftlich zu übertrumpfen. Zur Lissabon-Strategie gehört auch, die Wettbewerbsfähigkeit durch niedrige Steuern zu erhöhen. Die Hochschulreform sollte also noch dazu so gut wie nichts kosten. Und ich denke, diese drei Ziele zusammengenommen, verbissene Elitebildung, maximale wirtschaftliche Verwertbarkeit der Absolventinnen und rigoroser Sparzwang, haben nicht nur zu Murks geführt, die Verwirklichung dieser Ziele musste für Studierende, Forschende und Lehrende zum Albtraum werden. Unter Sparzwang bedeutet mehr Geld für die einen zwangsläufig weniger Geld für die anderen. Die bevorzugte Ausstattung weniger ausgewählter Hochschulen im Zuge der Exzellenzinitiative ist mit der Deklassierung der meisten anderen Hochschulen verbunden. Es handelt sich um einen Selektionsprozess zwischen den Hochschulen, und um diesen in Gang zu bringen, wurden die Forschenden entmachtet in den Hochschulgremien und über die Abhängigkeit von Drittmitteln. Aber der Wettbewerb der Hochschulen untereinander in Form von Rankings, Ausschreibungen und Akkreditierungen absorbiert inzwischen weitgehend deren Leistungsfähigkeit. Und es trifft genauso die Lehre. Bachelorstudiengänge sollen große Mengen von Studierenden möglichst schnell durch voll ausgelastete Hörsäle schleusen und sind so konzipiert, dass den Studierenden genau so viel Wissen vermittelt werden soll, wie für ihre spätere Verwertbarkeit benötigt wird. Anwesenheits- und Leistungskontrollen sollen die Studierenden dabei auf Trab bringen. Ganze Wissensgebiete würden dafür in kleine, gut abprüfbare Bildungshäppchen zerlegt. Und genau deshalb bietet der Bachelor auch, entgegen Ihren Behauptungen, keine guten Berufschancen. Er hat nicht nur ein Imageproblem, das man mit einer Marketingkampagne beheben könnte. Er ist de facto eine Bildungskürzung, und Bachelor-Absolventinnen wünschen sich etwas anderes als billige und einseitige Qualifizierung. Und solche Institutionen sind keine Hochschulen, sind keine Universitäten mehr. Für selbstbestimmtes Lernen, für kritisches Reflektieren, für die Entfaltung der Persönlichkeit oder für die Einbeziehung in die Forschung ist kein Platz mehr. Die Regierungen der letzten Jahre haben letztendlich daran mitgewirkt, dass der Bildungsbegriff auf wirtschaftliche Bedürfnisse verengt wurde und dass zum Maßstab für die Umgestaltung der Hochschule die Interessen von Unternehmen anstelle des Allgemeinwohls gemacht wurden. Und das ist ein politischer Skandal. Was wir dagegen setzen, ist das Recht auf eine gute wissenschaftliche Bildung für alle Studierenden. Und zwar an einer Hochschule, in der sowohl die Lernenden als auch die Lehrenden zugleich Forschende sind und an der die Lehrenden gesicherte Arbeitsverträge haben. Sie aber wollen viele Studierende zu einem Studienabbruch in Form eines Bachelors zwingen. Durch amtliche Vorgaben, durch eine Quote soll vorab festgelegt werden, wie viel Prozent eines Jahrgangs als begabt genug zu gelten haben, um zum Master zugelassen zu werden. Einen absurderen Begabungsbegriff kann man sich nicht vorstellen. Die Linke unterstützt die Studierenden in ihrer Forderung nach einem Recht, nicht der Pflicht, nach einem Recht auf einen anschließenden Masterstudiengang für alle. Und wir hoffen, dass wenigstens SPD und Grüne sich dieser Forderung anschließen können. Vielen Dank. Kai Gehring hat